Connecting. Ah, was war es vorher? Ich glaube nicht viel. Oh Gott. Und andere haben 9.999 Punkte. Hab ich das richtig gesehen? Das waren die Punkte, die angezeigt worden sind, oder? Und warum hat eigentlich einer mit 6.207 Punkten, warum ist der eigentlich Platz 1? Und die anderen haben alle 9.999 Punkte und sind Platz 2 und die anderen... Hat er nur gewonnen oder was soll es heißen? See my ranking. Nee, lass mal. Gut, suchen wir wieder nach einem Gegner. Das war jetzt bis jetzt nicht sehr anspruchsvoll. Ich gebe zu. Mit seinen zwei Nightmons. Muss ich vorher meine Digimons heilen? Nicht, dass ich jetzt mit halbtoten Digimons in den Kampf gehe. Weiß ich gerade gar nicht. Ich denke mal, die sind geheilt. Ich gehe da jetzt mal von aus. Ganz stark. Oder? Ach man. Gut. Aber das letzte Mal hat es ja auch zum Glück nicht so lange gedauert mit dem Warten. Da muss ich dann mal sehen. Aber ich denke mal nicht. Je nachdem, wie lange das dauert. Wie man sieht, das ging jetzt ja auch schon wieder schnell. Oh nein. Er hat einen Mastermon. Oh nein, ich will nicht. Er ist so stark. Ich weiß jetzt schon, dass er stark ist. Außerdem ist er ein Suizidheld. Okay. Das könnte schon schwieriger werden. Sind meine Digimons geheilt? Ja, Gott sei Dank. Die können wir da hier überhaupt nicht gebrauchen. Wir gehen erstmal auf Tiger Vespmon, dann ist der, glaube ich, schon mal tot. Oh Gott, jetzt habe ich Schiss. Der andere war so einfach. Der andere hatte doch nur drei Digimons. Oh, jetzt muss ich warten. Nein, nicht. Das ist gemein. Ich frage mich, ob Belzemon und sowas hier denn auch was bringen. Gut, die machen echt unendlich viel Schaden. Aber deren SP ist halt auch gleich weg. Das ist halt auch ein bisschen doof. Dass deren SP gleich weg ist. Ich weiß ja, Marine Angemon kann viel heilen, aber Mastermon kann böse sein. Ich weiß es nicht. Panik breitet sich aus. Wir gehen erstmal auf Marine Angemon. So, Damage gemacht. Warten. Komm, du musst dein Tiger Vespmon austauschen. Am besten irgendjemanden gegen das denn. Ach. Ich hasse es. Habe ich schon gesagt, dass ich es hasse? Ich weiß gar nicht. Bin mir gerade gar nicht sicher. So. Beffelmon kann weg für Rosemon. Chaosmon behalten wir mal. Und Belzemon lassen wir jetzt auch erstmal weg. Für Dianamon. So. Chaosmon behalten wir mal. Ganz kurz. Er macht sowieso sein 25% AOE-Damage-Kram. Oder? Hallo? Ist der eigentlich 2010 geboren worden? Oder warum steht da 2010 hinter? Ist der 6 Jahre alt? Ich hoffe mal nicht. Oh Gott, wenn er 6 Jahre alt ist, dann fühle ich mich jetzt schon schlecht. Ja, mit 6 hat man, glaube ich, nichts mehr mit Digimon am Hut. Wenn man 2010 geboren worden ist, hat man, glaube ich, mit Digimon nichts mehr am Hut. Komm, so schwer ist es nicht. Siehst du, war ganz einfach. Attacke. One-Hit. Yeah, One-Hit. Alter, das war voll der One-Hit. Alter, über 4000 Schaden. Okay, das war... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, der auch nicht. Finde ich gut. Kann eigentlich irgendeiner meiner Charaktere jemanden wiederbeleben? Bin ich gerade gar nicht so sicher. Ja, siehst du, ich mach dich platt hier. Da brauchst du gar nicht so lange überlegen. Muss der Sechsjährige bestimmt erstmal seine Windeln wechseln. Haha, mit 6 hat man nämlich noch Windeln an, oder? Ich hatte mit 6 noch Windeln an. Ich wurde auch gestillt mit 6. Gott, das ist so abartig. Wow. Ja,
Oh nein. Nein, nicht den. Der macht Damage, das weiß ich genau. Dann wollen wir erstmal auf den hier. Vielleicht schläft er ja mal ein. Das wäre mal schön, wenn er einschlafen würde. Ist das überhaupt möglich? Er schläft! Er schläft! Das ist unfassbar, er schläft! Gut, den müssen wir jetzt erstmal umhauen. Den müssen wir jetzt erstmal umhauen. Weil der macht sonst, glaube ich, sehr viel Damage. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der macht dann viel Damage. Deswegen haben wir ihn mal schnell getötet. So, Safety auf... Brauche ich dich jetzt noch? Eigentlich könntest du das machen? Ich bin mir nicht sicher. Könnte er? Bringt das was? Ja, das bringt, glaube ich, was. Können wir das auch auf andere machen? Oder können wir es nur auf uns selber machen? Ja, das ist jetzt auch eine Frage. So, bitte einmal einschläfern. Oh Gott, bitte einschläfern, einschläfern, einschläfern. Los, gib alles, schläfer ein. Ja, schläft, geil. Sehr schön. Ah, schön, jetzt kann er auch nicht mehr so blöd heilen. Ja, ich mache den hier platt, Alter. Und wie ich den platt mache, das ist unfassbar. Der wird sich wundern. Hat er noch andere? Hat er noch einen im Reserve? Escape? Wirklich? Der haut ab? Gewonnen! Ach du Lusche. Was hat er denn noch? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Weiß irgendjemand, was das für ein Digimon da unten ist? Ich kenne das nicht. Da ist er abgehauen. Was? Achso, ich dachte, jetzt steht, weil auf meiner Seite oben Lost steht, dachte ich, wir haben verloren. Ich war ein bisschen verwirrt. Alter, easy going. Easy going. Das war ganz schön. Ich hatte aber anfangs Schiss gehabt. Unberechtigterweise. Wir nehmen mal andere. Komm, wir nehmen mal andere mit. So, was haben wir denn sonst noch? Außer hier festhängen. Wir nehmen mal ein paar von den anderen mit. Wir könnten zum Beispiel Dianamon austauschen. Wobei, wir sind echt gut aufgeteilt, ne? Zwei Serum, zwei Datei, drei... Nee, was? Ich weiß gar nicht mehr, was ist. So, zwei Datei, drei Serum und zwei... Von denen, aber... Ah, oh, die verbrauchen so viel SP. Das ist ein bisschen doof. Haben wir da nicht was Besseres? Haben wir da nicht was Besseres? Kein bisschen. Ich wüsste nicht, was besser sein sollte. Nein, da haben wir nichts Besseres. Wir können ja Sukamon mitnehmen. Da haben wir nichts Besseres. Das macht einfach... Die machen einfach zu viel Schaden. Ich... Nee, die lasse ich auch anfangs drinne, weil die erstmal aufräumen. Die finde ich gut, die finde ich gut. Kann man eigentlich auch mehrere Digimons auf einmal haben? So, wollen wir gleich suchen? Wir haben 9 Punkte dazu bekommen. Das, Alter, wie kann man nur 10.000 Punkte kriegen? Da musst du ja nur in diesem Kolosseum sitzen. Boah. Oder kriegt man irgendwann mehr Punkte? Das wäre ja noch ganz gut. Alter. Na, da bin ich mal gespannt. Na los. Macht irgendwie schon ein bisschen Spaß, das Kolosseum. Finde ich irgendwie ganz lustig. Den sind wir ja wohl bald Platz 1, wa? Wahrscheinlich. Ja, den Witz habe ich auch verstanden. Hey, Connecting. So, gegen... Alles ist doch fies, oder? Das ist doch ungerecht. Jetzt kämpfen wir die ganze Zeit gegen dieselben. Ist doch schön, aber ist irgendwie ungerecht. Weiß ich nicht. Finde ich ungerecht. Aber na gut. Nee, das ist ungerecht. Wir sind vielleicht zu früh. Feigling. Dann machen wir den halt platt. Ist ja auch egal. Da sage ich jetzt nicht zu. Jetzt aber. Mensch. Haben wir einen Angriff verschwendet. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Okay. Critical Charge. Auf Chaosmon.
So, das paranoide Schwert. Gehen wir mal auf ihn. Ich mach mal anders jetzt, also. Vor allem, weil der eine Safety Guard hat. Das ist doof. Wow. Wow, das war irgendwie wow. So. Hat er noch knapp mit seinem Safety Guard überlebt. Ne. Du bist eine Nase. Und tot. So, jetzt sind seine beiden wieder tot. Aua. Oh, Glückspilz. Er hat einfach einen von uns getötet. Sehe ich nicht ein. Ja, eigentlich machst du keinen Angriff. So, konnte man das auch auf andere machen? Nee, das geht nur auf ihn. Eigentlich machst du keinen Angriff. Was ist eigentlich hier Kristallisierung Target? Da habe ich wirklich gar keine Ahnung, was das sein soll. Es scheint auch nicht zu funktionieren. So, machen wir mal den Schuss hier. Macht ja trotzdem Damage, ne? Und jetzt können wir hier mal change. Den Dianamon und dich halt. Rosemon. Ach, dich könnte ich auch gleich austauschen, weil du hast sowieso kein SP mehr. Da bringst du mir auch nichts mehr. So, dann kommen wieder dieselben rein. Ja, das ist gemein. Ja, das ist wirklich gemein. Ich sehe das, glaube ich, als starkes Mobbing an. Hier, bitte einschläfern. Hat vorhin nicht ein einziges Mal geklappt, als wir gegen den gekämpft haben. Und jetzt wieder nicht. Naja, vielleicht hat er ja sowas. Machen wir mal normale Attacke, mal sehen, wie viel Damage. Naja. Ist jetzt nicht so, dass die Wurst vom Teller gerissen wurde, aber Damage. Wupp. Fast tot. Ey, hör auf, dich zu heilen, ja. Das ist voll uncool. So, und jetzt hör auf, dich zu heilen. Naja, gut. Das ist nicht so tragisch. Das haut uns jetzt nicht so weg. Hey, mit Combo. Eine Combo-Verschwendung. Fast. Ich glaube nicht, dass das viel Damage macht, weil nur noch 25% seines Lebens da abziehen und er hat kaum noch Leben, aber komm. Wir wollen ihm ja auch zeigen, mit wem er sich anlegt, ne? Deswegen machen wir das. Wir wollen zeigen, das sind wir, hast du keine Chance. So, und jetzt noch gute Nacht, Mond, und dann bist du weg. Ciao. Oh, ich hoffe, wir kämpfen jetzt wirklich nicht die ganze Zeit gegen denselben. Dann mache ich nämlich jetzt eine Aufnahmepause und dann machen wir das mal am Abend oder sowas. Dann müssen wir das nämlich am Abend machen. Vielleicht kommen dann ein bisschen mehr. Yay, bei denen kriege ich komischerweise 10 Punkte. Yay. 29 Punkte. Alter, nur noch 9.970. Dann haben wir es. Das ist in 0, nichts erledigt. Sag ich auch. Das ist in 0. Hier, Rank ist schon 9 und wir sind schon Rang 39.369. Wir sind fast ganz oben angekommen. Fast. Also, es ist nur noch ein Katzensprung bis auf Platz 1. Wir werden das so lange durchziehen, bis ich Platz 1 bin. Oh, nee. Oh, nee, das ist nee. Nein. Nein. Nein, werden wir nicht. Nein. Da bin ich jetzt mal ganz... Nein. Hey, gegen andere. Ja, ich glaube, an so höher... Wir steigen an so... Anders werden ja auch die Gegner, ne? Ja, klar. Natürlich kämpfen. So. Da bin ich mal gespannt. Hey, warum darf der anfangen? Oh, der darf gleich zweimal anfangen. Alter, und Chaosmon ist gleich schon tot. Aber das Gute ist... Der ist auch gleich schon tot. Bumm. Ja, fast. Nein, nicht Panik. Nein, nicht Panik. Ich hasse Panik. Nein. Ich hasse Panik. Ich bin dann immer so panisch. Boah, am liebsten würde ich hier reinballern, ne, gerade. Ach, scheiße. Ist egal, komm. Ist egal. Hauptsache, da ist einer weg. Hätten wir vorher dran denken müssen. Ich gebe es zu.
Nee, warte mal. Können wir, haben wir, nee, haben wir nicht. Verdammt. Können wir auch nicht. Verdammt. Okay, erstmal hier. Safety Guard, damit du das überlebst. Ey, das ist gemein. Nicht Safety Guarden. Nicht angreifen. Aua, du schlägst dich selber. Lass das. Scheiße. Attacke. Ich weiß nicht, wie viel das bringt, aber Attacke. Viel bringt's. So, Belzemon darf wieder. Er darf sich wieder selbst schlagen. Die Pfeife. Ja, muss ich sagen, die Pfeife. Okay. Rosemon. Und erstmal Mastermon. Ich weiß nicht ganz, was jetzt nämlich kommt. Was jetzt passiert. Oh Gott, schaffen wir das? Ah, ja gut, der bufft sich erstmal ein bisschen. Lass ihn sich buffen. Nein, naja, Chaosmon überlebt es. Rosemon aber nicht. Verdammt, Rosemon hat es nicht überlebt. Okay, trotzdem Angriff. Einmal wegnudeln. Weggenudelt. So, Mastermon kann denn jetzt erstmal Chaosmon heilen. Wobei das, glaube ich, nicht viel bringt. Herr Rosemon ist durch Meteorfall gestorben, nicht durch sie. Deswegen hole ich sie mal wieder. So, kannst du nicht auch irgendwie... So, erstmal dich selber, damit du gleich weiterlebst. Was hat er vor? Ich habe wirklich keine Ahnung, was er vorhat. Okay, Rosemon. Attacke. Dadurch heilst du dich ja auch selber hoch. Da brauche ich mich ja nicht bemühen bei. Du kannst auch erstmal angreifen. Sehr gut. So, Chaosmon. Oh, Safety Guard kann er gar nicht mehr machen. Okay, er kann nur noch normal angreifen. Machen wir das. Mal sehen, wie viel Damage das macht. Keine Ahnung. Das macht genügend Damage. Kannst auch fliehen, ganz ehrlich. Das ist keine Schande. Anstatt, dass du jetzt die ganze Zeit deine Defensive hochholst, das ist jetzt nicht so das Wahre. So, alle wieder geheilt. Ach, das ist ja easy going hier. Und weg. Naja, gut. Jetzt weg. So, erledigt. Sehr schön. Juhu. Alter, das lief gut. Das lief wirklich ja, gar nicht mal so schlecht. Ja, 39 Punkte. Warum haben die eigentlich immer alle nur 3 Digimons dabei? Das kann doch nicht sein, dass sie nur 3 Digimons haben, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die können doch auch noch andere mitnehmen. Ist doch egal. Ich habe auch einen Warmon dabei, obwohl es niemand braucht. Irgendein Heiler wäre nochmal nicht schlecht. Oder ein Platin... Oh, können wir Platin Sukamon mitnehmen? Da schaue ich mal, ob wir statt Warmon Platin Sukamon mitnehmen können. Geh mal weg da. Ich muss hier Digimon Online-Kämpfe machen. Platin Sukamon. Platin Sukamon. Ich habe leider, wie man vielleicht gesehen hat, total vergessen. Naja. Wo ist das Platin Sukamon? Ach, wir haben ja gar keins mehr. Verdammt. Stimmt ja, wir haben ja gar keins mehr. Mist. Wir haben keins mehr. Habe ich vergessen. Das haben wir digitieren lassen, ne? Warum machen wir sowas? Das hätten wir hier so gut gebrauchen können. Scheiße. Attacke. Nee, ich habe ganz vergessen, Lucemon zu leveln. Ich hatte überhaupt gar keine Zeit. Ich habe mich ein klein wenig in No Man's Sky festgesuchtet. Und das Spiel ist echt der Hammer, muss ich sagen. Es macht wirklich sehr viel Spaß, No Man's Sky. Ich finde das total episch. Episch. Aber wir sind jetzt hier nicht bei No Man's Sky, sondern in Digimon Online kämpfen. Und deswegen werden wir jetzt hier bei Digimon Online kämpfen.
müssen halt weiter looky machen für irgendwelche Gegner. Das kann sich schon ziehen. No. Okay, wir sind mal gerade 30 Sekunden auf der Suche, ey, und der beschwert sich schon. Der ist so ungeduldig. Der ist so ungeduldig, der Typ. Ja, klar. Das soll ja wohl easy sein hier, wa? Er ist ja easy. Sehe ich ja jetzt schon. Oh Gott. Warum sagt er das? Nein, nicht Speed. Nein, ich hasse Speed. Was sollte das denn? Wolltest du jetzt zeigen, dass du jeden heilen kannst, oder was? Wen sollen wir denn mal als erstes erledigen? Ich glaube Sakuyamon, ne? Ich glaube, der hat sogar auch am wenigsten. Vielleicht kriegen wir den sogar ge-one-hitted. Sehr schön, ge-one-hitted. Und dann gehen wir, glaube ich, auf Metall-Garurumon, weil der stört einfach. Der stört. Du störst, geh weg. Ich hau dich um, Alter. Ach, ist das schön, wenn man die immer one-hittet. Oh Mann, dich kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Change ich dich jetzt mal aus gegen Mastermon oder so. Ja, von mir aus gegen Mastermon. Dann können wir wenigstens 25% Damage machen. Nicht sterben, wenn hier einer stirbt, ne? Mastermon, ich hab dich gewarnt. Ich hab gesagt, nicht sterben. Was sollte das, Mastermon? Alter, die hören nicht mehr auf mich, die Digimons. Hey, du lebst ja noch. So, jetzt haben die keine SP mehr. Attacke. Macht trotzdem Damage. Wir haben kein SP mehr. Das ist echt ungünstig, wenn man kein SP mehr hat, muss ich sagen. Aber wir prügeln den runter. Guck, 570 ist auch ein guter Angriff. Es ist echt ungünstig, wenn man keine SP mehr hat hier. Und wenn dann die Attacken daneben gehen, ne, dann geht die Ungünstigkeit noch in viel größeren Ausmaße weiter. Oh, der will uns wehtun. Kriegt er aber leider nicht hin, weil er vorher stirbt. Tschüss. Naja, zusammengeschlagen. Gibt es irgendein Digimon, was SP aufladen kann? Das hätte ich noch gerne. Das wäre noch, glaube ich, ganz hilfreich hier. Außer jetzt Marine Angemon. War easy. War easy. War einfach easy. Mastermon ist zwar gestorben, aber trotzdem. Wir haben immerhin schon 49 Punkte. Das ist schon... Alter, man kriegt 10 Punkte und sie sind auf 9999 Punkte. Vielleicht sind die sogar da drüber und das zählt da halt einfach nicht weiter. Das ist unfassbar.